Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Direkt aus der Kälte, würde ich mal sagen. Bei uns wird gerade schon ein bisschen gepackelt und hergerichtet, was wir eben alles brauchen. Und dann geht's rauf. Die Sonne sieht noch weit entfernt aus. Und von dem her hoffe ich trotzdem, dass wir sie bald erreichen. Weil im Schatten ist es alles andere als fein. Ihr seht, Schultern sind schon hochgezogen. Weder Bericht sagt, aber warum auch, gell? Also. Wir haben schon ein bisschen uns geschaut. Da soll es raufgehen, wo die Sonne ist. Das ist nicht ganz brauchbar. Na Len! Jetzt fehlt nur noch das Christkind und der Schlitten. So, jetzt wird das Wasser aufgefüllt und die Bremsscheibe gewaschen vom Salz. Ja, teilweise ist der Schnee jetzt schon wieder zu hoch und da ist gerade nichts mehr mitfahren. Aber hier hat sie ihn echt abgelegt ohne Ende. Das sah von unten gar nicht so aus. Aber die Kulisse ist echt mega. Wenn die Sonne so reinscheint, der Schnee knistert. Panzerwart, das ist echt komplett blockiert. Das ist komplett blockiert. Lustig, oder? Scheiße. Ja. Ich finde das lustig, oder? Das war ganz schnell was drüber. Diese total überbelichteten Aufnahmen, die jetzt gleich kommen, die liegen übrigens nicht an unserem Vollversagen, sondern das ist mit dem neuen iPhone 12, wenn man das in HDR hernimmt, dann kann das leider iMovie nicht bearbeiten. Prost Mahlzeit, Apple, das ist echt ärgerlich, also total bescheuert. Ja, bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit angesagt. Ich war heute faul, nicht selbst belegt. Ah, nicht selbst belegt, aber selbst funky. Selbst abgehängt. Aus der Tüte. Ja, Aussicht ist auch geil. Wahnsinn. Und hier oben ist es jetzt so richtig warm. So, da! Wir dürfen schon wieder was Neues ausprobieren. Und zwar ist es diesmal die Insta360R mit dem 1 Zoll Weitwinkelobjektiv mit einer Lichtstärke von 3,2 Linsen und 14 mm Brennweite. Ja. Also den Zoll habe ich nicht ganz verstanden, aber Brennweite ist 14 mm. One Inch Wide Angel. Krass. Steht drauf. One Inch Wide Angel. Ja. Aber Inch ist ja 2,5 Santi. Auf jeden Fall ist der Martin für die technischen Details zuständig. Und ich bin jetzt verbunden mit den EarPods diesmal, damit die Mikroqualität besser ist, hoffen wir mal. Und ich gebe jetzt mal die Kamera nach hier und ich wusel so ein bisschen rum. Also hier ist auf jeden Fall noch die Schutzfolie drauf. Und wir werden das dann mal so zusammenschneiden, dass man sieht, was ich so getan habe. Cool. Die Stöpselchen sind schon verbunden. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sollte es filmen. Es filmt auch schon. Wir werden dann sehen, wie sich die Tonqualität so verhält. Im Vergleich jetzt quasi die GoPro mit dem Originalmikrofon und die Insta360 jetzt mit den Kopfhörern. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal eine Panoramarunde, weil was, wenn nicht das Panorama zeigen mit solch einem Objektiv? Ja, im Vergleich habt ihr die Panoramarunde ja auch gerade schon mit der GoPro gesehen. Und ich glaube, das macht es umso interessanter, weil man dann eben einfach den direkten Vergleich hat. Wollt ihr noch was sagen? Ja, ich bin jetzt einmal sprachlos. Aber es ist echt ungefähr gleich groß wie die GoPro. Nein, sehr gleich. Ich kann es euch auch direkt noch nebeneinander zeigen. Und da habt ihr jetzt eben die beiden Kameras direkt nebeneinander. Die GoPro hat jetzt eben schon diese Sturmhülle drumherum. Deswegen ist die ein bisschen wuchtiger, aber sonst sind die sehr ähnlich von der Größe, würde ich behaupten. Das ist jetzt eben die 360-Grad-Aufnahme mit der Insta360 One R. Ihr seht es eh unten rechts eingeblendet. Ich komme manchmal selber durcheinander, so viele unterschiedliche Namen. Aber ich finde diese Option mit dem Drohnenflug in Anführungszeichen echt richtig cool. Das macht mir voll Spaß, das später auch auszuwählen. Und da haben wir einfach so ein bisschen rumgetrickst, dass man nicht alles machen kann.
Und hier habt ihr jetzt nochmal den Vergleich. Das ist jetzt eben mit der 360-Grad-Linse. Damit haben wir gerade das Panorama-Video, das Drohnen-Video quasi gemacht. Und das andere ist jetzt die Weitwinkel-Linse. Und da kann man eben die gleiche Kamera verwenden, also ist der gleiche Body. Und man kann einfach nur das Objektiv sozusagen ändern, weil das so ein modulares System ist. Also das finde ich richtig cool. Jetzt freue ich mich nur auch noch zu sehen, wie dann die Aufnahmen sind mit dem Weitwinkel eben. Da sind wir schon sehr gespannt. Das hier kennen wir ja schon, kennt ihr auch schon. Dann sind wir noch ein bisschen in der Sonne gesessen, bevor es auf den Trail gegangen ist. Ah, jetzt Gott. And I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice when mine is done. Woohoo! Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear. But I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop it from under your spell. Can't help myself. Woohoo! Das ist schon echt geil, oh. Ich bin auch gespannt auf die Kiesbüttkamera, da wird es voll raus, spritzen nehme ich mal an. Oh. Aber irgendwie bleibt man immer an den gleichen Stellen hängen. Yeah.
Schlucklippen hat. Hier ist Frühling, nur das eigentlich Winter ist. Oder Herbst. Das ist Herbst. Wir sind gut zurück. Ja, du, da ist es auch schon wieder. Und da hinten gibt es jetzt Stress, damit alles schnell geht und wir nicht erfrieren beim Zusammenfackeln und Aufladen. Kennst du es, das bald das Auto schwimmt wie so ein tropischer Kontinent, wenn Leute einsteigen, weil dann alles schwitzt immer. Ich hasse das, ich bin keine fahrende Badewanne. Das ist ja nicht normal, oder? Und die Meter ist auch so eine. Wenn die Meter vom Auto aussteigt, unten nass, hinten dreckig und überall schon glatt. Das ist Wahnsinn. Gar nicht wahr, ich traue mich eh schon nichts. Ich sitze hinten drin, habe meinen Schokoriegel in der Hand und packe ihn nicht aus, weil ich schon weiß, was sonst passiert. Das ist die Wahrheit. Vicky kann das bezeugen. That you made your mind up. 'Cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking. Going round and around, back around. I will fight like no other every day.
I'll do it on my way. I'm gonna show you what I'm going through. Get you out of your comfort zone.